So. Untergetaucht. Ich betrete doch den Bunker ganz ruhig. Bekommen. Der Upload wurde unterbrochen. Mist. Ich wusste es. Okay, dann muss ich wohl selbst da rein. Bist du verrückt? Selbst wenn du da reinkommst, hilft es uns nicht. Es ist verschlüsselt. Was erwartest du von mir? Damien hat Nikki. Soll ich ihm sagen, behalt sie ruhig? Natürlich nicht. Das habe ich nicht gesagt. Aber er spielt mit dir. Ja, ich werde es ihm nicht geben, bevor ich nicht weiß, was es ist. Man kann Damien nicht trauen. Das weiß ich. Also gut. Lass uns eins nach dem anderen angehen. Okay? Wenn ich die Infos beschaffe, kannst du sie entschlüsseln? Nein, das ist zu hoch für mich. Und wer dann? Was ist mit diesem Verrückten? Tobias, der hat doch hier gearbeitet. Okay, das wäre ein Anfang. Okay, aber wir müssen diskret sein. Ich weiß, wie man diskret ist. Sorry. Okay. Okay. Wow. Wow. Raymond Kenny. Das ist unser Mann. Er war ein Software-Ingenieur und am Start von CTOS beteiligt. Von ihm ist die Verschlüsselung. Der Autor hat bestimmt eine Backdoor. Er kann's entschlüsseln. Kenny ist verdammt gut. Dieser Raum ist bestimmt von ihm. Er ist genial. Nein, er ist eine Legende. Und Legenden sind nicht einfach zu finden? Er ist untergetaucht. Über ein Jahr hat man nichts von ihm gehört. Irgendwo muss er ja sein. Dann suchen wir ihn doch mal. Jeder hat seine Online-Geschichte. Da fangen wir an. Wir suchen seinen letzten Aufenthaltsort und sehen weiter. Er ist seit einem Jahr weg. Da gibt es noch eine Spur? Da. Er hat seine Spuren sehr gut verwischt, aber er ist mehrmals durch einen Standort gebounced. Wir verfolgen es zurück und finden den Ort? Theoretisch, ja. Du musst den Ort erreichen und mich mit dem Computer verbinden. Dann starte ich die Suche aus dem Bunker. Und wir haben Ken. Na dann. Gehen wir mal den CTOS-Ingenieur suchen. Wird bestimmt eine große Erleichterung hier für unser Team dann. Wenn wir uns überall einhacken können mit ihm. Neues Auto, neues Glück. Musik wieder aus. Map an. Ich habe gewusst, ich muss schon wieder über die Brücke. Diesmal lasse ich sie einfach stehen. Wenn wir Kenny aufspüren, musst du vorsichtig sein. Er ist ein sehr gefährlicher Mann. Gefährlich, ja. Und seine Geschichte? Er ist ein Bloom-Whistleblower. Oder ein Cyberterrorist. Je nachdem, wen man fragt. Er übermittelte seine Nachricht mit einem Stromausfall im Staat New York. Ich erinnere mich. 2003. Nicht nur New York, das war fast der ganze Nordosten. Es kam auch ein paar ums Leben. Er tötete 11 Menschen. Sie nannten es einen Softwarefehler. Und was war seine Nachricht? Kenny versuchte, alle zu warnen. Er traute niemandem bei Bloom intern. Aber ich glaube nicht, dass er mit Toten rechnete. Jetzt versteckt er sich. Und wir sind dabei, ihn zu finden. Dein Zielort ist der Endpunkt von Raymonds letztem Signal. Und Hacker verstecken ihre Standorte, indem sie ihre Pakete durch Botnets routen. Ja, ist ein guter Trick, habe ich schon mal gemacht.
Wahrscheinlich leitet er sein Signal um den halben Globus. Wenn das Signal in China oder sonst wo in der Welt endet, haben wir ein Problem. Nein, er ist hier. Egal, ob er untergetaucht ist. Kenny hat für Blum gearbeitet. Und irgendetwas sagt mir, dass er in der Nähe bleiben wird. Vielleicht. Aber wenn er sich in Chicago aufhält, warum war es so ruhig um ihn? Er ist nicht der Typ, der abwartet und Tee trinkt. Er hat Menschen auf dem Gewissen. Ist sicher ein Kopfgeld auf ihn ausgesetzt. Ein guter Grund, unterzutauchen. Definitiv. Deswegen sind wir auch sofort an seiner letzten Position. Hoppala. Aiden, es könnte ein Problem geben. Ich empfange eine Menge Gerede über Raymond Kenny. Das ist seltsam. Ich dachte, der wäre ein Jahr nicht aufgetaucht. Wir haben wohl jemanden alarmiert, als ich Raymonds Signal entdeckte. Na, dann werden wir also erwartet. Okay. Alle Fixer töten. Okay, da ist schon mal einer. Sollen wir mal die neue Sniper nutzen? Oh, das sieht gut aus. So, wo ist der Rest? Die sind wohl drin. Da drüben kommt noch einer. Also die Halbautomatik finde ich schon ganz schön nett. Sollten wir aber umschalten auf Schalldämpfer. Wieder ein paar weniger. Noch zwei. Einer von uns ist unten. Ich würde sagen, das war's. Scheiße. Jemand ist an uns dran. Machen wir lieber schnell. Wonach suche ich? Verbinde mich mit dem Computer. Ich starte dann die Suche aus dem Bunker. Lalalala, Computer. Wow, sehr oldschool. Kein Wunder, dass die Cops den Club nicht klein kriegen. Clara, er ist online. Oh-oh. Wollt ihr mich verarschen? Yeah.
weiß gar nicht, auf wen ich schießen soll. Am besten mal auf den da. Bitte sag mir, dass wir es haben. Ist noch dabei. So, der ist weg. Nein. Schön hier bleiben. Du kommst hier nicht mehr weg. Ja, super. Okay. Nächster Plan. Scheiß auf das automatische Snipergewehr und hol die AK raus. Clara. Er ist online. Wieder weniger. Okay, wo seid ihr? Na komm schon. Bitte sag mir, dass wir es haben. Ist noch dabei. Okay, wo sind sie? Einer oben, einer da hinten. Ja, das könntest du auch tun. Was ist dir nicht eingefallen, Ren? Ich lösche die Festplatte besser. Keiner sonst darf Kenny aufspüren. Okay, Festplatte löschen. Mache ich sofort. Scheiße, er haut ab. Er hat Infos zu Kenny. Ich kann nicht riskieren, dass er entkommt. Ich weiß, schon dabei. Ich knipp sie aus. Beeilung! Oh, zum Glück steht da eine Karre. Ich komme! Warte, dich kriege ich.